Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Ja, ihr seht, ich habe privat ein bisschen auf meinem zweiten Account gespielt. Ich wurde gebeten, mit Cecil nochmal zu spielen. Ich möchte aber sowohl ihn, weil ich da ein paar Tokens für habe, als auch Samson mal anspielen. Deswegen fange ich einfach mal mit Samson bzw. Samson an. So. Oh, ich habe vergessen, wieder Musik anzumachen. Hallo, Musik. Options, wir gucken mal. So. Also jetzt ist auf jeden Fall wieder Musik da. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Oh ja. Auf kurze Distanz haben wir jetzt Riesentränen. Das Ganze wird noch ein bisschen, kann ein bisschen übertrieben werden. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Ja, ich möchte nämlich zu Samson sagen, was ihn so auszeichnet. Weil, wie ihr euch denken könnt, stammt Samson aus der Bibel und seine Geschichte ist mir eine, die immer meint, also eine der liebsten, weil viele meinen dann immer, weil ich ja, wie ihr wisst, lange Haare habe, das sieht unmännlich aus. Ja, die Geschichte von Samson, weshalb ich den auch eher Samson nennen werde wahrscheinlich, aus der Bibel ist nämlich folgende. Also Samson hat alleine eine ganze Stadt beschützt. Ich krieg die Geschichte, also ich mache wahrscheinlich jetzt 1000 Fehler und ihr werdet mich wieder korrigieren. Aber es stimmt schon so, der Grundgedanke stimmt. Also Samson hat eine Stadt beschützt und nachdem eine Frau ihm seine Locken abgeschnitten hat, konnte er seine Stadt nicht mehr verteidigen. Denn Samsons ganze Kraft steckt in den Haaren. Er ist nämlich super stark, also er ist stärker als jeder andere. Und das einfach nur, weil seine Haare ihm praktisch unheimliche Kräfte verleihen. Und das bedeutet, Leute, lasst euch lange Haare wachsen. Vielleicht kriegt ihr Superkräfte dadurch. Ich versuch's gerade. Auch wenn ich keine Locken habe. Deswegen ist Samsons Haar hier auch so ein bisschen lockig. Es ist nicht richtig lockig. Und ihr habt gerade einen Ton gehört. Sechs neue Nachrichten habe ich auf meinem E-Mail-Account. Ach Gott. Ja, weil ihr. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, weil das ist wahrscheinlich mit den Locken nicht ganz so darstellbar. Aber im Grunde. Wisst ihr das? Und deswegen hat Samson auch die Blutlust, die sich hier allerdings verändert hat. Früher war das ja immer in einem Raum, wenn man so und so viele Gegner getötet, also mit jedem getöteten Gegner wurde der Angriff stärker. Das ist hier jetzt ein bisschen anders in diesem Isaac. Es läuft nämlich folgendermaßen ab. Jedes Mal, wenn wir getroffen werden, haben wir auf dem ganzen Floor. Okay. Oh yeah, wir können jetzt riesige. Also wir sind jetzt wieder tot und schießen jetzt mit diesen Sensen, die der Tod ja besitzt. Und zwar dadurch, dass wir Riesenaugen haben, verschießen, also diese Riesentränen haben, verschießen wir auch Riesen. Nein. Riesen-Neins, ja. Ja, und ich habe Schaden genommen, aber das macht uns stärker. Was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Das ist Samsons Grundsatz. Und das hier finde ich richtig cool. Vor allen Dingen, ich kann hier über. Theoretisch kann ich hier drüber schießen, weil einfach die Sensen zu groß sind, als dass sie an irgendwas abprallen. Das ist heftig. Also, der Run beginnt schon mal sehr, sehr gut. Und so Todessensen kommt, Leute. Das passt auch zu mir, oder? Passt das zu mir oder passt das zu mir? Aber zu treffen, die Hitbox ist ein bisschen merkwürdig. Ach, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen überdreht. Ich nehme gerade am ersten Weihnachtsfeiertag auf und ich habe jetzt eine Weile lang nichts mehr von Isaac aufnehmen. Naja, ich hätte schon aufnehmen können, aber ich habe nicht mehr aufnehmen wollen, weil ich so viel im Voraus hatte, dass ich einfach mir gesagt habe, es reicht irgendwann mal. So, Bombs are key, das ist schön und ja gut, die Energie brauche ich jetzt nicht wirklich. Ja, ihr könnt euch denken, wenn man so viel im Voraus hat, dass man da irgendwann nicht mehr weiß, was mache ich jetzt eigentlich noch. Deshalb habe ich jetzt mal eine Pause eingelegt mit Isaac. Und Dingo ist, glaube ich, mit unseren Riesentränen kein Problem. Ich soll ja auf Smooth Pattern achten, habt ihr mir ja geschrieben. Mache ich auch gerne. Ich darf es jetzt bloß nicht versauen. Also hätte ich das versaut, das hätte ich mir nie verziehen. Ja, Range Up ist eh nicht so das Beste jetzt für uns. Das ist ja klar, dass wir das dann kriegen. Ja. So. Spinnen. Spinnen sind unliebe Gegner, besonders auf kurze Distanz, das wisst ihr. Und dann ist es für mich umso schlimmer, dass ich die mit meinen Sensen bekämpfen muss und dass wir keine Bomben haben. Aber vielleicht kriegen wir noch was. Sorge. So, Gegner, die andere Gegner spawnen, die sind wieder mit den Sensen super.
Weil die kann man hier einfach mit einem Schlag umnieten. Und da ist sogar Regenbogenkacke. Die können wir benutzen, falls uns irgendwann mal das Leben ein bisschen knapp wird. Oh, ja, da muss ich mit einer Bombe ran. Doof, ich habe keine Bomben. Aber ich weiß auch nicht, wo ich jetzt welche hernehmen soll. Ja, immerhin macht, wie gesagt, alles, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und da haben wir sogar Bomben. Yes. Und ein Schlüssel. Den können wir dann gleich für die Kiste nehmen. Vielleicht ist ja Crickets Head drin. Der macht unsere Attacken noch stärker. Und je stärker sie sind, desto größere Tränen. Also, wenn wir Poly-Dingsbums da kriegen. Polymorphismus ist es, glaube ich, dass halt wir Riesentränen haben. Dann geht's hier ab. Dann ist Feierabend für die Gegner. So. Oh. Ja, die halten eine ganze Menge aus. Besonders, wenn ich so ein bisschen Abstand zu denen halte. Was ich ja muss, weil sie zu explosiv schießen. Aber die Range, die macht sich bezahlt. So. Nee, das sah bloß so aus, als ob da ein Geheimraum wäre, der mir angezeigt wird. Ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, dass ich direkt gegen den Boss kämpfe, weil ich halt ein bisschen angeschlagen bin. Ja, ihr seht's. Ich hab's mir vielleicht versaut. Ich will's nicht hoffen. Und ich will's auch nicht beschwören, dass ich's versaut hab. Weil das Vieh auch Brimstone kann. Und vor Brimstone habe ich verdammte Angst. Zu Recht, denke ich mal. So, aber nein, natürlich nicht. Ich bin doch gut. Ich würde doch nie meinen Run versauen. Ne? Wisst ihr doch. Ja. 48 Stunden Energie behalte ich mir mal. Kann mir bestimmt nützlich werden. Und ich kann ja mein Leben immer wieder regenerieren. Naja, nicht immer wieder, aber diesmal. Was mache ich jetzt? Ich habe noch keinen Spezialraum. Und so über Entfernung ist doof. Da werden meine Klingen zu klein. Das klingt auch wieder nach einer Anspielung, ne? So, zack, hier alles irgendwie umhauen. Ist ja alles hier kein Gegner für den guten Samson. Und Double Shot. Oh ja, zwei Sensen. Zwei von diesen Supersensen. Das ist jetzt der Overkill, glaube ich. Das hätte ich mir vielleicht zuerst holen sollen. Ja, wir werden langsam rot. Ihr seht's. Samson wird rot und wird aggressiv und wird damit noch stärker. Ich könnte aber noch ein paar Spirit Hearts gebrauchen und ein Life-Upgrade wäre dringend nötig. Also, ich bin froh um jedes Life-Upgrade, das ich hier in dem Run krieg, weil Samsons Stärke liegt halt wirklich darin, dass man eher Schaden kriegt. Und wenn wir dann ganz viel auf Ersatz haben und am besten noch eine Full-Heal-Pille, dann kann uns nicht mal der gute Isaac hier irgendwie das Wasser erreichen, weil er uns mit jedem Hit stärker macht. Und zu mächtig für alles. So, wir gucken einfach mal, wer uns dann jetzt im nächsten Floor erwartet. Ja, ihr denkt wohl mit euren Knochen, ihr wärt toll. Ich bin besser. Ja, das sieht doch toll aus. Wenn wir hier so einfach durchgehen und mit unseren Sensen schmeißen und alles einfach nur stirbt. So. Ich mal die ganze Kacke hier wegräumen und dann die kleine Kacke. Ja. Also irgendwie sind das keine Feinde. Gibt es hier, glaube ich, überhaupt keine Feinde, die uns irgendwie gefährlich werden. Außer die. Weil wenn die uns ausweichen, das ist vielleicht nicht ganz so schön. The Hermit bringt uns direkt in den Shop rein, behalte ich erstmal, aber brauche ich ja eigentlich derzeit noch nicht. Weil wir haben nicht wirklich das Geld, um in den Shop zu gehen und der hat überlebt. Wie konnte das sein? Wie kann ein Gegner unseren Sensen überleben, ja. Unsere Sensen überleben und jetzt auch noch 4-Shot. Also wenn jetzt unsere Sensen noch Angst verbreiten. Ich glaube, dann ist hier echt vorbei für unsere Gegner. Und ganz viele Pilzchen. Alpha und Pilz in Atem. Lockdown. Paralysis, das ist wahrscheinlich auch Paralysis. Das ist 48 Stunden Energiegut. Keine positiven Effekte, das ist schade. Aber ich meine, das bisschen Lockdown, das ist ja nicht ganz so wild. Und wir kriegen Evil Up und Sch Ja, gut. Ist Damage Up, ich überlege, ob ich es nehmen soll, aber es würde uns ein Herz kosten und das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Nee, Herzen möchte ich behalten. Herzen sind für mich wichtig und Curse of the Maze ist für mich auch wichtig. So, zack, hier, alles umnieten. Ich muss niesen. Aber ich versuche es zu unterdrücken. Verdammt, und ich kann es nicht rausschneiden. Ich bitte um Verzeihung, ich habe nämlich meine Audioaufnahme nur Single laufen. Also nur die von Camtasia, nicht die von Outer City.
Das bedeutet, ich kann nicht nachträglich meinen Nieser rausschneiden. Bitte, Leute, verzeiht mir. Verzeiht mir, dass ich niese. Es ist Weihnachten. Weihnachtsverzeihen, dass ich nicht anständig aufgenommen habe, um es rauszuschneiden. Ich meine, ich könnte es rausschneiden. Ja, ich könnte es versuchen rauszuschneiden, aber eigentlich würde ich das eher lassen. Und ich lasse euch entscheiden. Nee, ich kann euch nicht entscheiden lassen. Ich hoffe einfach, ihr seid gnädig und verzeiht mir, dass ich da genießt habe. Ja, ich schließe auf und lande im gleichen Raum nochmal. Oh ja, jetzt auch noch ein Brim. Leute, wir werden verwöhnt. Also, schlimmer verwöhnen kann man uns ja langsam nicht mehr. Oh. Ja, jetzt habe ich sogar Schaden gefangen. Das war nicht gut. Aber wir können ja hier noch ein bisschen was... Oh ja, sogar so ein Spirit Heart. So. Ich habe einen ständig vollen Brimston. Ich habe Sensen aus der Hölle. Na, wer kommt als nächstes? Wer kommt? Ah, du kommst. So. Und Fettis. So. Dann kann der zumindest nicht mehr springen. Und wenn er nicht mehr springen kann, ist er nur halb so gefährlich. Und noch eine Maske der Infirmie. Ja. Die informiert mich. Maske der Infirmie. Damage Reduction. Danke. Ich möchte hier gerne an das Geld ran. Für den Hermit. Dann zünde ich den nämlich und schicke uns gerade mal in den Shop rein. Oh ja, und wir haben sogar eine Reduktion. Ja, Charge with Blood. Ist jetzt nicht wirklich das Beste, aber es geht auch schlechter und ich zahle einfach... Okay, mehr Geld kann ich nicht einzahlen. Ich wollte eigentlich alles einzahlen, was ich habe. So. Ja, schon irgendwie so ein bisschen witzlos, die normalen Gegner hier. Auch wenn es mal so ein Mini-Boss hier ist. Das finde ich trotzdem ein bisschen witzlos, weil ihr seht es doch selber, oder? Muss ich dazu noch was sagen? Allein schon dadurch, dass wir Double Shot haben. So, wo ist denn hier eigentlich... Ach, da hinten. Ja, komm. Der kommt einfach nicht. Der will mich. Der will nicht. Der will nicht mich. So. Zack. Alles tot. Aber ein Schlüssel dafür, das ist, glaube ich, ganz gut. Wo ist denn hier eigentlich der Boss? Den haben wir doch auch noch nicht erledigt. Ist das ein XXL-Floor? Wirkt fast so. Es gibt zumindest sehr viele große Räume. So, da hinten noch einer. Ich gehe in den Cursed Room. Vielleicht, ja, es springt nichts Tolles für mich bei raus. Nur eine Münze. Das ist nicht das, was ich sehen wollte. Ich hätte lieber ein Spirit Heart. Lag hier nicht noch irgendwie mein Teufel rum? Also mein Joker? Im Teufelsraum können ja auch manchmal rote Kisten sein. Also den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Wieder, wenn ich herausfinde, wo ich ihn abgelegt habe. Obwohl, ich kann ja eigentlich auf der Map gucken. Demnach müsste er hier links oben sein. Da kommt mir das Curse of the Maze wahrscheinlich. Nee, ich dachte, das sagt jetzt, nö, du gehst in andere Räume als die, in die du rein willst. Na, hier ist auch nichts. Ach, das hat mir sogar Weg gespart. Danke, Maze. Ja, so viel dazu. Ja, im Curse of the Maze ist nicht ganz so lustig, wie man sich das vorstellt. Aber es passt. Ich könnte auch Blut spenden und mich dann mit dem Joker in den Engelsraum bringen. Ich glaube, das mache ich auch, weil hier liegen ja überall Herzen rum. Da kann ich ja dann auch wieder ganz gut was rausholen. Ja, ist okay. Moment, ich mache das Ding hier erstmal kaputt, damit es mir nicht weiter auf den Keks geht. So, Blut spenden. Immer schön Blut spenden. Leute, immer Blut spenden. Selbst, also bei euch, selbst wenn ihr Angst vor Nadeln habt, bei mir, nein. Nein. Ja, ich habe wirklich Angst vor Nadeln. Lacht ruhig. Das macht mir nichts. So, ich benutze ihn jetzt mal. Ich lande immer noch im Teufelsraum. Schade. Oh, da springen wieder Pillchen für mich bei raus. Ich guck mal, Lockdown ist nicht so die Pille, die ich haben möchte. Und Bad Gas auch nicht. Nö, nichts Gutes. Aber dadurch, dass ich Blut gespendet habe, bin ich jetzt noch stärker. Ihr seht ja was... Guckt euch das an. Größer kann es bald nicht mehr sein bei mir. Und ja, das ist pervers. So, Brimston kann ich auch, ne? Kumpel. Schwächling. So, welche Karte kriege ich? Komm, eine tolle. Hierophant, yes. Ich weiß, ich könnte theoretisch Herzen opfern, aber ich will es einfach nicht. So. Bisher sieht es ja... Oh, hier ist so eine Tür zu Isaacs Raum. Würde ich gerne öffnen, wenn mir die Möglichkeit dazu gegeben ist. Was sie wahrscheinlich ist, weil ich kriege ja hier Bomben wahrscheinlich eh noch. Und wir haben ja immer noch unseren
Kopf da, unser Bob's Rotten Head, der hilft uns da ja auch ein bisschen. Ja, super, Bud Penny. Wealth of Gas, das ist Schwachsinn. Och ja, dann schick mir deine Hände, Mutti. Komm, gib Pfötchen. So viele Hände hat sie. Große Mutti. So. Also ich finde es ein bisschen... Findet ihr es auch so witzlos wie ich? Blark. Theoretisch ist es egal, was ich habe. Bob's Rotten Head. Ja, Bob's Rotten Head kann ich immerhin für eine Explosion benutzen. Insofern finde ich den ein bisschen besser. Und hier drin kann ich mir ja noch einen Spirit Heart kaufen. Oder den Kompass. Ich nehme den Kompass. Spirit Heart, da spare ich für. Kann ich mir ja vielleicht auch nochmal irgendwann kaufen. So, schön alles in die Luft jagen. Ich kann es ja, ich kann es mir auch leisten. So. Da haben wir wieder volles Leben. Sehr schön. Aber ich könnte ein paar Bomben brauchen. Oder zumindest eine Bombe. Aber wo soll ich eine... Da ist eine Bombe. Gut, hier kann ich mir Schlüssel holen. Die brauche ich auch. Also hole ich mir Schlüssel, anstatt... Ja, so viel dazu. Anstatt Isaacs Raum, wollte ich sagen. Ja, komm, Mutti. Ist ja nicht ganz so wichtig. Ich muss ja nicht in Isaacs Raum. Ich muss auch nicht hier unbedingt noch mehr Schlüssel kriegen, weil ab jetzt gibt es eh keine Schlüssel mehr für uns. Aber so wie ich das kenne, darf ich... Obwohl, ich müsste jetzt eigentlich immer aussuchen dürfen, wo ich hingehe. So, Shop gibt es eh keinen mehr. Was gibt's hier für... Oh, All Stats Up. Ja, ich nehme es. Leute, ich nehme es. Ist mir jetzt egal, auch wenn ich hier vielleicht einen Fehler begangen habe, in diesen Challenge Room zu gehen. Na, warum kann ich den Kleinen nicht treffen? Das finde ich unfair. Ich kann nur den Kopf treffen. So. Warum lasse ich mich treffen? Ich darf mich nicht treffen lassen. Aber vielleicht spuckt ja hier der eine oder andere mal ein Spirit Heart für mich aus. Dann ist alles wieder im Lot. Dieser Challenge-Raum ist eh für uns hier als Samson eigentlich so der beste, weil die Viecher lassen massenweise Herzen fallen. Und wenn wir verletzt werden, heilen wir uns einfach wieder, aber die Stärke bleibt. Und so eine Stärke, wie wir hier erreichen, die kriegen wir wahrscheinlich nie wieder. Also wie wir hier erreichen können. Wir müssen sie ja nicht erreichen. Wenn ich gut spiele, erreichen wir sie nicht. Aber da man sich bei mir nie auf gutes Spielen verlassen kann, ist das eher zweifelhaft. Oh, wir haben den Keller unlocked. Das ist schön. Ich habe wieder was nicht gemutet, egal. Ist ja wurscht. So, alles sterben. Ja, jetzt habe ich sogar Schaden bekommen. Deutet aber für uns auch nichts Schlimmes. Ihr seht ja, was ich jetzt für Sensen werfe. So, komm. Bringt mir... Ja, Chubby ist nicht wirklich hier ein Gegner für uns. So, komm. Ach, du warst das nur. Mein alter Freund. So, die Viecher, von denen weiß ich, dass die ordentlich Leben haben. Was mir etwas missfällt. Weil Leben ist immer doof. Also wenn unsere Gegner Leben haben, wenn wir Leben haben, ist gut. So, komm. So viel Leben dürften beide eigentlich nicht... Ja, komm. Die leben beide noch, oder was? Nee. Monster hat's zerfetzt und den auch. Jetzt müsst... Kommen noch die Reiter der Apokalypse, oder? Nee, du fehlst noch, Widow. Und bin. Gut, nächste bitte. Oh, ich habe so viele vergessen. Naja, die kann man ja nicht als Boss erzählen. Ihr seht hier, oh oh, ich habe Bloat vergessen. Bloat ist ein Gegner, ihr wisst, was ich von dem halte. Oh Gott, ich habe Schaden genommen. Egal. Also mit so Sensen ist das echt hier alles egal. Ihr seht ja, ich kann die im Prinzip in jede Richtung werfen, in die ich will und treffe irgendwas. Haha. Leute, göttlich. Göttlich, mehr brauche ich dazu echt nicht sagen. Ich habe das Pferd zerfetzt, bevor ich den Tod zerfetzt habe. Auf kurze Distanz. Los, komm, Krieg. Flieg in mich rein. Los, komm. Komm her. Braver Krieg. Habt ihr vielleicht... Hier, du hast doch bestimmt noch ein Spirit Heart für mich, oder Krampus? Nee, hast du nicht. Samsons Kette haben wir erhalten. Und noch ein Damage Up und HP Up. Ja, ich glaube ja wohl, ich spinne. Leute, so... Also so godlike waren wir noch nie. Das hier ist echt God-Mode. Ja, komm, bring mir halt noch ein paar einfachere Gegner. Ja, du, hier. Mein alter Freund. Du bist nicht mal normal für mich eine Gefahr. Dann versuch das jetzt so. Ja, das hätten wir dann auch geklärt. Und wir kriegen sogar einen Schlüssel für die Kiste. Goated. Yes.
Nö. Ich sag einfach nur nö zu denen. Wo ist denn hier eigentlich der Bossraum? Hier gibt's doch bestimmt auch irgendwo bald einen Boss. Ja, ihr Fliegen. Gebt mir einfach einen Boss und lasst mich ziehen. Das Vieh explodiert, glaube ich, nicht. Ich hoffe es. Ja, es explodiert nicht. Explosive Gegner sind jetzt eigentlich meine einzige Sorge. Ja, gerade weil sie halt auf Nahdistanz Schaden machen könnten. Aber so generell, nö. Nicht wirklich. Ich habe nur einen Schlüssel, da lohnt sich's nicht. Aber hier rechts komme ich in den Cursed Room. Soll ich in den Cursed Room gehen? Ich meine, es ist Schaden, der mir Ende beim Boss wieder. Oh, HP gibt, ja. Ja, komm, ich versuche mein Glück im Cursed Room. Oh, das könnte sogar Spirit Hearts regnen. Oder auch nicht. Doch, zwei Spirit Hearts. Dann hat sich's doch gelohnt. Auch wenn ich halt ein bisschen HP jetzt wieder verloren habe, ist ja wurscht. Hauptsache, es läuft hier. Ich kann entscheiden, ob ich HP verliere oder lieber sowas, aber. Jo, das passt. Wir haben unsere ganzen Schlüssel aufgebraucht. Und von hier aus sollte ich eigentlich direkt zum Boss kommen, wenn ich hier rechts abbiege. Und wir haben sogar wieder einen Schlüssel. Ja, hier komme ich zum Boss. Vielleicht ja noch so ein kleiner Pin im Weg? Nee. Kopfpin. Pin wäre schnell. Okay, die gingen auch schnell. Oh, Mama Gertie. Hatten wir auch lange nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ist ein bisschen doof, dass wir jetzt gerade nicht fliegen können. Aber sie kommt gar nicht dazu, irgendeinen Skill zu machen, mit dem sie uns hindern könnte. Ich will jetzt auch gar nicht mehr Guppy werden oder so. Das ist mir jetzt völlig wurscht. Mal ganz im Ernst. Brauchen wir Guppy? Wir sind jetzt schon stärker als Guppy oder mindestens mal genauso stark. Ach, da hätte ich rechts rumgemusst, verdammt. Gehe ich hier lang. Oh Gott, ja, Brimstonspinnen. Gefährlich. Die habe ich vergessen. Die sind die letzten wirklichen Gefahren für uns. Sieben neue. Sag mal, wie viele Nachrichten kriege ich denn in meiner Abwesenheit? Ja, ich war heute Mittag weg und wollte jetzt gerade nochmal kurz aufnehmen und dann kommen gleich so viele E-Mails, während ich hier aufnehme. Oder zumindest die Anzeige kommt, während ich hier aufnehme. So, komm. Alles down. Alles down. Ja. Schön. Jetzt kommt schon das Herz. Komm, Mama. Also, beziehungsweise ist ja nicht das Herz, es ist It Lives, aber ob da vom Schaden her, ich glaube, It Lives hat bloß ein bisschen mehr HP und spawnt bessere Gegner. Aber mal ganz im Ernst, guckt euch das an. Lasst mich in den Himmel gehen. Hat der Teufel vielleicht für mich noch einen Deal? Nee. Dann gehe ich in den Himmel. So, bringt mir Isaac. Ich habe etwas für ihn. Mal auf die Karte gucken. Irgendwo da unten. Ich könnte hier nochmal die Todsünde bekämpfen. Das finde ich gemein. Aber es macht mich stärker. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. So, vielleicht habt ihr ja noch ein bisschen HP für mich. Nee, schade. Plutoni, hast du für mich noch ein bisschen HP? Ja, du hast doch immer für mich HP. Hat sich das ja zumindest als Life-Upgrade gelohnt. Und, oder nicht als Life, als Damage-Upgrade. Weil ich ja zwei Schaden genommen habe, die meinen Angriff erhöhen. Ja, ihr kennt das Ganze ja. So, Geld brauche ich nicht mehr. Geld kann mir wirklich egal sein. Und das ist. Ich kann hier auch hier oben im Himmel rumlaufen, wo ich will. Gegner sind mir eigentlich relativ wurscht. Weil, mal ganz im Ernst. Habt ihr das Gefühl, Gegner sind für mich relevant? Also ich nicht so echt. Oh, der Toll. Ah, der Engel. Och, du bist toll, Engel. Du bist wirklich klasse. Auch wenn ich jetzt eins wieder verliere, Engel ist echt lieb zu uns. So, schwarze Widow. Ja, das hat sich dann auch wieder erledigt. Hast du vielleicht noch? Ja, ein Herz. Danke. Ach, Mams Hände und die fliegenden Köpfe. Das ist in Kombination vielleicht sogar irgendwie gefährlich. Das hätte zumindest gefährlich sein können. Ich laufe gerade in die völlig falsche Richtung. Kann das? Nee, es kann sogar richtig sein. Ich glaube, es ist sogar richtig. So. Du lebst sogar noch. Gut, wo ist Isaac? Bringt mir Isaac. Ich möchte ihn töten. Ja, ich glaube, das war's dann mit dir, mein Freund. Oh, der hält sogar eine ganze Menge aus. Oh, ich habe Schaden genommen. So, komm. Mein Kumpel Isaac. Oh, guckt euch die Tränen an. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Also die Sensentränen-Dings.
Ich verstecke mich jetzt mal hier unten in der Ecke. Boom. Darf ich auch noch in die Kiste? Ich will in die Kiste. Blutlust und das Polaroid freigeschaltet. Yay. Wir haben ziemlich viel freigeschaltet heute. So, und jetzt wisst ihr, was ein Run mit Samson ist. Gut, Leute, lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.